Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Das Community-Event ist soweit erstmal vorbei. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die so fleißig Feedback da reingehauen haben. Ich sag ja, wie es ist. Ich war ein bisschen ängstlich so. Wir hatten ja zwar vorher eine Umfrage gemacht und die Umfrage hat ganz eindeutig ergeben, dass ihr alle Bock habt, mal den Multiplayer und Koop zu sehen. Aber ihr wisst ja, in der From Software Spielergemeinschaft, da gibt es ein paar verhärtete Meinungen, wie dieses Spiel genossen werden sollte. Und ich hatte ein bisschen Angst. Und tatsächlich so ein, zwei Kommentare kamen da auch so, dass das noch gar nicht geht. Aber das Gros der Zuschauer hier und derjenigen, die diese Videos hier momentan das Projekt verfolgen, haben es voll abgefeiert. Und deswegen freut mich, dass ihr Spaß hattet. Ich hatte auch richtig viel Spaß und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich weiß zwar nicht, ob ich nochmal einen Legacy Dungeon im Koop machen würde, weil das doch, wir sind da dann doch relativ zügig durchgelatscht. Aber auf jeden Fall so kleinere Sachen oder den Brunnen oder sowas, wo man sagt, komm, wieso denn nicht, ne? Oder irgendwas, dass ich vielleicht erstmal solo versuche und viel zu kacke bin, dass man dann sagt, okay, das heben wir uns mal für später auf und dann machen wir wieder so ein Event, auch das Rumerforschen der Gegend, einfach nur rumlaufen gemeinsam, Monster kloppen und so Kleinigkeiten machen wie diese Burgen und sowas, ne? Dafür finde ich es eigentlich relativ geil. Dafür hat sich das wirklich, wirklich angeboten. Und ja, mir hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Klar, war natürlich deutlich einfacher zu dritt. Wir waren dann auch noch relativ überlevelt, durch diesen Legacy Dungeon durchzulatschen, als wenn wir so, als ich das Solo gemacht hätte. Aber ich finde, das hat dem Spaß jetzt also wirklich nicht unbedingt was abgetragen. Ich hatte viel Fun. Und wir machen uns ja jetzt dann nochmal wieder auf alleine in diese. Was war das? Wer ist irgendwie nicht gerannt? In diese wunderschöne Akademie und versuchen jetzt den Rest Solo noch rauszufinden. Das ist jetzt der Plan. Ich bin natürlich wieder erstmal auf eure Kommentare eingegangen, auch auf die alten, die noch vor der Community-Kiste waren, und da ist ein bisschen was drin, worüber wir mal schnacken können. Zum einen habe ich ja diese Quest, dass ich den Trank noch überbringen muss. Und da hat mir der Chris gesagt, dass diese Person, um die es da wohl geht, in der Rittertafel da zu finden sei. Das heißt, da werden wir uns dann auch nochmal aufmachen. Aber ich habe mir, also ich habe persönlich, habe ich so das Gefühl, dass dieser Trank nichts Gutes bedeutet. Und deswegen würde ich den so rein aus dem Bauchgefühl jetzt nicht übergeben wollen, sondern der Person sagen, von wem das ist oder keine Ahnung, oder gleich sagen, machen wir nicht. Weil ich glaube, also mein Bauchgefühl, ich habe da so ein Bauchgefühl, würde die Cousine sagen, sagt mir, das ist nicht gut, was da passiert. So, was steht denn hier? Keine Vogel voraus, das ist doch schön. Jo, wir gehen jetzt heute nochmal gemeinsam hier durch. Ich versuche alles zu entdecken, was wir noch nicht entdeckt haben. Man kann auf jeden Fall irgendwie auf die Dächer hoch. Mal schauen, wie das geht. Ich würde sagen, wir latschen jetzt einfach erst nochmal munter los. Ganz entspannt und ohne Stress. Mal gucken, wie doll wir auf die Fresse kriegen, wenn wir solo rumlaufen. Weil die Magier, die sind halt schon ein bisschen fies. Und ja, bei der ersten Runde hatte ich halt nicht die ganzen Agro auf mich gezogen. War ja klar, weil da sind ja noch andere Leute gewesen. Jetzt ziehe ich den ganzen Agro natürlich rein auf mich. Hier unten waren wir, glaube ich, schon, ja. Und das wird spannend. Ja, was war noch? Lass uns mal gucken. Ja, das Thema mit den Kristallwesen. Das müssen wir jetzt nochmal aufarbeiten, weil es ist ein wichtiges Thema, vor allen Dingen für diejenigen, die das vielleicht auch nochmal selber spielen wollen und sich ein bisschen was an Infos noch holen wollen. So, Achtung, pass auf. Und jetzt eigentlich rollen. Ah, ich hätte zweimal rollen müssen. Okay, warte. Kann ich die Magie eigentlich auch blocken? Nee, ne? Okay, das war noch nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Da ist mehrmaliges Rollen wahrscheinlich besser. So, ist da nur einer drin oder sind da mehrere drin? Ich sehe erstmal nur einen. Okay. Ah, nee. Warte, erst den Magier. Erst den Magier. Okay, doch nicht. Leute, Leute, Leute. Erstmal ein bisschen Entspannung reinbringen, ja? Könnt ihr euch mal bitte ein bisschen entspannen hier, ihr Püppchen, ja? Gibt's ja wohl gar nicht. Ja, zu den Kristallwesen einmal nochmal. Thema war ja, die sind sehr, sehr stark. Guck mal, da ist sogar noch ein Item, was man nicht alles übersehen hat, wenn man hier so durchrennt, ne? Die sind halt relativ stark, halten viel aus. Wie viel haben wir eigentlich an Runen? Oh, nicht mehr viele. Ich habe wahrscheinlich gerade gelevelt. Sehr gut von mir. Clever gemacht, Fuchs. Sehr clever gemacht. Ja, die sind halt sehr stabil, weil die eine fette Kristallrüstung haben. Trick ist einfach, ordentlich einen drauf zu knölzen, also viel Schaden zu machen, um die Rüstung kaputt zu machen. Und sobald dann die stabile Kristallrüstung weg ist, kriegen die halt sofort viel Schaden und gehen kaputt. Also die wirken nur, als wären sie so schlimm. In Wirklichkeit sind sie gar nicht so schlimm. Man muss einfach nur wissen, was man machen muss. Und was man machen muss, ist halt verdammt viel Schaden generieren. Dann läuft die Kiste. Wie generiert man ganz viel Schaden? Bei Kristallen, also stabilen Sachen, die dicken, krassen Rüstung. Natürlich nicht, indem man mit einer scharfen Klinge da drauf haut, ne? Sondern irgendwas, was Schlagschaden macht. Zum Beispiel einen Hammer oder, keine Ahnung, irgendwas, was halt
stumpfen Hauschaden macht und nicht so wie ich. Wir haben ja Klingenschaden, wir haben hier eine scharfe Klinge. Da kommst du natürlich gegen Kristall nicht so gut an. Also der Trick wäre gewesen, eine Waffe auszurichten, die stumpfen Hauschaden macht. Da hätte ich auch mal selber drauf kommen können, bin ich mal ganz ehrlich. Weil sowohl meine bessere Hälfte hat mir das gesagt und dann natürlich jetzt im Nachhinein habe ich ja gerade die ganzen Kommentare gelesen, haben mir so viele Leute in die Kommentare geschrieben. Versuch's mal mit einem Hammer oder sowas. Weißt du, ja, hätte man auch selber drauf kommen können. Das ist also der Trick einfach nur. Wow, Junge, das war fies. Das war echt fies. Und wie auch mein Mana absaugt. Habt ihr das gesehen? Der hat mir richtig das Mana rausgesaugt, die Sau. Das war ja richtig unangenehm. So, und jetzt schön von hinten. Hopps. Ich bin mal gespannt, ob wir hier sterben werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Ist auch nicht wieso. Keine Ahnung. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erzählen. Einfach nur, damit wir das auch nochmal abschließend geklärt haben. Ja. Nix, mein Freund. Hier, nimm mal den vorne, Junge. So. Es werden immer mehr. Sie emergen from the grave. Nee. Lass mal stecken, Bruder. Die sind mir echt ein bisschen zu viele. Die Dullis. Ja. Nein. Das darf ja mal schön sein. Ja. Ja, das war's, glaube ich, soweit. Erstmal, ich habe noch nicht alles ganz durchgelesen. Es sind noch ein paar Kommentare offen, aber die sind so alt. Da dachte ich mir, okay, die kann ich mir danach reinziehen. Ich wollte jetzt erstmal losdammeln, denn ich muss gleich wieder kochen. Und vorm Kochen müsste ich schon mal fertig werden heute mit meiner Aufnahme. Aber einen großen Kommentar vom guten Chris habe ich noch, wo er ein bisschen den Lehrer raushängen lässt. Ne? Also Grüße gehen raus hier an die Stelle an Chris. Heute den Oberlehrer. Ja, machen wir dann gleich. Ich wurde ermahnt und quasi gefragt, ob ich ja schon so durch die Blume, ob ich ein bisschen dumm bin. So, ne? Na, Chris? So, machen wir mal gleich. Und zwar, komm, wir machen es jetzt eben. Hier ist gerade Ruhe. Ich hatte ja gefragt, man sieht sie jetzt gerade nicht, aber ich glaube, hier, wenn ich Y drücke. Wir haben hier ganz viele Buffs am Start, ne? Lauter Symbole. Und ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Und dann hat der Chris geschrieben, was hat er gesagt? Symbol. Achso, ne, ich habe den oberen Text weg. Auf jeden Fall quasi so viel wie, habe ich das schon mal alles erklärt? Ob ich nicht aufpasse, ob es in der Schule schon genauso war. Es kommt drauf an. Ne? Dinge, die mich interessieren, haben mich sehr abgeholt. Aber ich hatte einen sehr komplizierten Schulweg. Also ich habe eigentlich schon immer sehr strebermäßig aufgepasst. Hat trotzdem nicht viel geholfen. Ich hatte einen langen Schulweg vor mir. Ich musste mich die Instanzen bis zum Studium hocharbeiten, sagen wir mal so. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal kurz drauf ein, wenn er sich hier schon die Mühe gemacht hat, das alles niederzuschreiben. Dann wollen wir das eben kurz erklären, weil ich weiß es immer noch nicht, was die ganzen Kack-Symbole bedeuten. Wir fangen mal an. Das erste Symbol habe ich auch, aber da weiß ich selbst nicht, was das ist. Ja, Ehre. Super geil. Das könnte auch das Schildkrötenmedaillon sein für erhöhte Ausdauerregeneration. Das könnte tatsächlich sein. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Schildkrötenhals. So, zweites Symbol. Ist dein Medaillon für die erhöhte Tragekapazität? Dann wird das erste das Schildkrötenmedaillon sein. Drittes Symbol ist der Ring, wo Hilfe ruft, wenn du invaded wirst. Wunderbar. Viertes Symbol. Das sollte was mit einer großen Rune zu tun haben, dass sie nicht aktiv ist, weil sie nicht leuchtet. Okay. Fünftes Symbol ist immer noch der Debuff von der Umarmung. Das bringst du ganz einfach weg, indem du im Inventar irgend so einen metallenen Brosche benutzt. Das ist halt auch so geil, weißt du? Irgend so eine metallene Brosche. Legen wir los. Und das sechste, das Symbol haben wir jetzt gerade nicht mehr, weil wir an einer anderen Stelle stehen, aber das weiß ich noch, wie das aussah. Das hat uns gesagt, dass wir momentan zu keinem anderen Ort der Gnade auf der Karte reisen können. Also quasi sagt dann einfach nur, hier ist es verboten, dass du schnell wegreist. Die Frage ist, was macht denn der Debuff der Umarmung? Weißt du so, es ist schön, dass er das war. Was macht er denn? Gibt es irgendeine Möglichkeit auch rauszufinden, was denn dieser Debuff bringt? Also wir haben jetzt seit Ewiglichkeiten diesen Debuff am Start, aber ich habe keine Ahnung, was der denn bedeutet. Was hat der denn für Auswirkungen auf mich? Will ich den vielleicht sogar behalten? Vielleicht ist der ja sogar gut? Kein Plan. So, es könnte das sein. Verbraucht FP hat kurz das Gleichgewicht, das ist es nicht. Margets Kette? Nee. Das ist es nicht. Irgendeine metallene Brosche. Ich versuch's mal rauszufinden, was das wohl sein mag. Was ist denn das? Echo der Vollmondkönigin. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebenden in euch auf. Götterzunge. Jetzt bin ich schon einmal durch. Vielleicht ist das wirklich eins der Schlüssel-Items hier.
Ja, aber die Beschreibung ist halt schwierig jetzt für mich, ne? Das kann ja alles sein, Mann. Schlüssel der Akademie. Himmelstau. Geisterrufende Glocke. Hier sind Waffen. Vielleicht ist es halt wirklich eins dieser Dinge. Himmelsmedaillon. Das sind wirklich einfach nur Medaillons. Das sind alles Medaillons. Es muss ja eigentlich, wenn in meinem normalen Inventar drin sein. Ich habe halt einfach keinen Plan, Leute. Ohne Spaß. Ich gehe jetzt einmal nochmal durch, gucke, ob es irgendwas sein kann und ansonsten ignorieren wir es einfach erstmal weg. Da google ich, wie das Ding aussieht, weil ich habe jetzt keinen Bock, hier auch stundenlang im Inventar rumzuwühlen. Glassplitter. Aber ich würde den Debuff schon gern mal wegbekommen. Wenn er nicht geil für uns ist. Aber vielleicht ist er ja auch gut. Ich finde es einfach wirklich nicht ohne Spaß. Ich habe keine Ahnung, welches Item das sein soll. Bei Herstellungsmaterialien wird es ja wohl kaum drin sein. Da hat es nichts drin zu suchen. Verstärkungsmaterialien. Was ist denn das? Goldene Saat. Oh, haben wir schon zwei Stück von. Hier ist es auch nicht dabei. Dann haben wir Schlüssel-Items. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dabei ist. Das vielleicht? Ne. Erhöht die Anzahl der Talismanplätze. Nice. Nö, dann haben wir Zauber, Anrufungen, Kriegsaschen, Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, Pfeile, Schilde, Kopf, Brust, Arme, Beine, Talismane und Info. Ich habe keinen Plan. Wir lassen es jetzt einfach. Also, wenn da jemand nochmal genau weiß, wie dieses Item aussieht oder vielleicht einen Artikel von der Elden Ring Wiki hat zu dem Ding, gerne. Gerne. Ich habe keinen Plan. Ich lasse es einfach an, weißt du? Ist nun mal so. Jetzt gehen wir erstmal. Alter, wollen die mich verarschen, die Schweinebacken? Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Ich hab geblockt! Das hat den nicht interessiert! Was soll das denn? Der war unblockbar! Was war ja eine miese Nummer? Okay, weiter geht's. Ich hab genau gewusst, dass da von hinten was kommt und trotzdem hat's nichts gebracht. Ihr kleinen Schweinebacken! Oh mein Gott! Irgendwie klappt das mit dem Blocken nicht. Man kann das wohl nicht blocken. Warte mal, jetzt rollen wir da mal erstmal durch. Dann nehmen wir einen Trank. Hundi, lass das. Ey! Läuft ja nicht so gut bei mir. Oh, da ist auch noch einer mit dem Bogen unterwegs. Auch noch das. Wie ich da denn jetzt am besten ran? Okay, das war natürlich mit euch an meiner Seite deutlich angenehmer. So, wartet mal. Okay, oh oh, oh oh, oh oh. Alter, nicht gut. Krieg ich die denn jetzt am besten weg da oben, die Schweinebacken? Kommen wir ja gar nicht hin. Muss einen Weg da hochfinden. Ist ja eine miese Nummer. Ist eine richtig miese Nummer. Au! Alter, das ist ja mal echt scheiße. Einen hat mich schon mal runtergejagt. Das ist ja schon mal gut. Und jetzt rastet der komplett aus da unten. Süß. War da nicht noch ein zweiter? Oder es hatte einfach nur verdammt viele Arme. Naja. Gut, ich habe ein paar Pfeile in mir stecken, aber das ist nicht schlimm. Also das... Ich höre doch da immer noch jemanden schießen. Erzähl mir doch nichts. Da ist doch noch einer. Sag ich doch. Sogar ein leuchtendes. Jawollo! Schön rauf da. Kannst du so viel ausrasten, wie du willst, Bruder. Mir ist scheißegal. Immer in den Kopf rein, Leute.
Kann man bestimmt auch irgendwo rein da in diesen Raum. Na komm schon. Sag dein Köpfchen nochmal. Jawoll. Okay. Da kannst du bestimmt irgendwie hin. Da waren wir wahrscheinlich sogar und ich weiß es einfach noch nicht mehr. Gut. Egal. Damit will ich mich jetzt nicht weiter befassen. Wir gehen erstmal weiter. Ach guck mal, ich hätte hier meine Wölfchen rufen können. Ah. Hey, hey. Guck mal, kann das echt nicht blocken. Das geht nicht. Kannst du nicht blocken. Wenn die dich snacken wollen, dann machen die das. Das brauche ich also auch nicht mehr versuchen. Das ist ja gut zu wissen. Looten. So. Oh. Ah, sehr gut. Hundi, natürlich. Den kann ich aber blocken. Oh, noch einer. Alter, was ist denn hier los? Ihr sollt mal aufhören, mich so zu bumsen, ne? Das gefällt mir nicht. Okay. Ja, noch mehr Hunde. Erst die Hunde, Mann. Hunde sind scheiße. Hallo? Also, ich mag Hunde, ne? So ist nicht. Aber hier im Game jetzt nerven die mich hardcore. Deswegen müssen wir uns erstmal um die Hunde kümmern. Dann um den Rest. Wir könnten uns natürlich auch direkt an die Stelle teleportieren, wo es hochgeht auf die Dächer. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Deswegen bringt uns das nicht viel. Hm. Wir wollen die Akademie einmal in Ruhe nochmal erkunden. Hatte ich eh Bock drauf. Einmal alles angucken, einmal schauen, was es so zu entdecken gibt. Lebt der noch? Der sieht da so sitzend aus. Ja, der steht da noch rum. Hi. Den bumsen sich jetzt schön von hinten in den Rücken rein. Achtung. Richtig schön rein da. Und läuft doch. Hat dir gar nicht gefallen, ne? Mhm. Seiner kommt und meint, er muss es dir mal zeigen, Junge, ja. Okay, erstmal da hinten mal gucken, ob da noch was ist. Ich glaube aber nicht, da waren wir auch relativ gründlich, wenn ich mich noch entsinne. Ach, guck mal, und da ist doch noch was. Pilz. Ich sag ja, erforschen und erkunden ist immer wieder lohnend. So, okay. Nächster Raum. Ich glaube, hier waren viel Magier. Da heile ich mich lieber nochmal vorher. Oder auch nicht. Hier sind gar keine Magier. Also man kann mit dem Ding wohl auch nach unten fahren. Also man muss nicht nur nach oben fahren. Es geht wohl auch irgendwie nach unten. Frage ist wie. Da unten ist auch was zu sehen. Ne? Man sieht, da unten ist was. Mal gucken, vielleicht wenn wir hochgehen, können wir auch dann auf die andere Seite springen. Wir probieren das gleich mal. So, warte, springen ist hier. Ja. Ich spiele momentan wieder irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Deswegen das Moveset wieder konfligiert hier. Das ist aber brandgefährlich, wenn du nebenbei noch ein anderes Game spielst, auch mit Controller. Ich glaube, Oblivion habe ich angefangen. In den Rücken rein. Wunderbar. Okay. Lass mal schauen. Wenn wir da hinten durchgehen. Ui. Bitte entspannt bleiben. Dankeschön. Sehr dunkel. Ich kann mal hier. Oder mal Licht anmachen, ne? Diejenigen, die auf dem Handy gucken, haben mir sagen lassen, auf dem Handy ist mal alles so dunkel. Das stimmt tatsächlich. Wenn du so ein OLED-Display hast, wo schwarz richtig schön schwarz ist, ne? Ich guck mir das ja immer nur hier auf dem normalen PC-Monitor an. Ich habe zwar einen guten Monitor, so ist es jetzt nicht. Auch sehr farbecht und so. Aber kein OLED. Ne? Da ist natürlich dann schon alles ein wenig heller. Guck mal, es geht irgendwie auf jeden Fall noch da hoch. Und irgendwie können wir damit runterfahren. Guck mal, da geht's auch noch hoch. So, da muss noch was gehen. Hier geht's auf jeden Fall noch lang. Guck mal. Hallo, ich rück dir in den Rücken rein. Ja. Yeah. Da guckst du, hä? Da ist am Gucken, ne? So, goldene Rune. Sehr schön. Und er hat auch noch was verloren. Herba. Das ist immer gut. So Anti-Gift, Herba-Gedönse.
habe das Gefühl, ach, schau mal, das ist der Weg. Leute, das ist der Weg. Achtung. Und los. Oh, ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich drehe durch. Ich spiele momentan irgendwas, wo man mit Y am Springen ist. Ich weiß aber nicht, was es ist. Doch, das ist Oblivion. Ich spiele Oblivion auf dem Steam Deck. Und da springst du mit Y. Das hat so eine Community gemacht, weil normalerweise ist es ja für PC. Oder hat der Community-Man hat ein schönes Controller-Layout gebastelt, das echt gut ist. Und da springt man auf Y. Deswegen bin ich gerade so hart verwirrt. So, Achtung, wir müssen mal gucken. Dass wir jetzt auch rechtzeitig den Absprung finden, bevor wir sterben. Ich sehe mich nämlich schon sterben. So, Achtung, ein bisschen Anlauf gleich nehmen und... Voila. Wunderbar, jetzt sind wir hier unten. Das ist doch schon mal schön. Glaube ich zumindest. Was steht denn hier? Wertvolles Objekt voraus. Ja, dann hat sich die Reise hier runter doch schon mal gelohnt. Bist du am Leben oder bist du tot? Er ist tot. Noch zumindest. Dann gehen wir mal das wertvolle Objekt voraus suchen. Hier liegen sehr viele Leichen rum. Ich habe das Gefühl, die stehen gleich alle auf, wenn wir das wertvolle Objekt eingesammelt haben. Oder? Das ist doch verdächtig. Höchst verdächtig. Da steht schon mal einer auf. Nee. Leute, lass mal schön bleiben. Jetzt drehen die alle durch. Um Gottes Willen, was ist das denn? Was habt ihr denn für Dinger? Leute, was seid ihr für Teile? Und wegrollen. Lass dich nicht hier. Alter, wie die abgehen. Geil, Omar. Das sind diese Puppen. Das sind Puppen irgendwas, Fledermäuse. Okay, das ist mega, also vom Gegnerdesign wieder mal mega geil. Asche der Flugmarionettensoldaten. Alter, die stelle ich mir tatsächlich gar nicht mal so kacke vor. Ohne Spaß, weil die wirbeln ja rum wie die Wahnsinnigen. Die werden auch nicht so gut getroffen. Das sollten wir vielleicht mal mit in unser Repertoire aufnehmen. Tatsächlich, ich glaube, das könnte ganz geil sein. Ist ja aber witzig. Überhaupt so, ich könnte mal ein bisschen Aschen variieren, oder? Wobei ich halt sagen muss, ich finde diese Wolfsmannequins, die sind schon nicht schlecht, also das klappt schon ganz gut. Okay, das war auf jeden Fall witzig, vor allen Dingen auch, um den neuen Gegnertyp kennenzulernen. Das war cool. Hier ist halt auch Variety am Start, weißt du? Klar, es bricht sich ja immer Bahn in, jemand der haut, irgendwas was fliegt das haut, irgendjemand der Magie spellt und so weiter. Aber du hast halt ein bisschen Abwechslung am Start. Ich vergleiche das gerade ganz gerne mit Mass Effect Andromeda, was ich ja jetzt in meinem Urlaub aufgenommen habe. 125 fickende Folgen. Und tja, also Monotonie ist das Stichwort, ey. Ohne Spaß. Ups, so, wir gehen mal wieder hoch. So. Da hast du halt echt eigentlich nur drei Gegnertypen. Die sehen zwar manchmal, sind die ein bisschen anders angemalt, aber im Grunde ist es immer dasselbe. Und jetzt jumpen! Woo! Okay, wir sind heil wieder hier gelandet. Mussten wir noch höher? Nee, wir sind wieder ganz oben, ne? Ja. Oder? Was ist das denn da hinten? Oh oh, ich habe das Gefühl, ich bin woanders gelandet. Was bist du denn für einer, hä? Oh, Junge! Bleib mal entspannt, Mann! Oh Gott! Ich habe gesagt entspannt, das war nicht entspannt, das war sehr unentspannt. Siehst aber schön aus, Bruder. Ein sehr schöner Typ. Oh, oh. Junge, bleib mal. Nee, das machen wir mal nicht. Dankeschön. Und los. Was ist mit ihm denn los? Weg. Ich weiß gar nicht, was ich da angreifen soll, Mann. Noch einmal. Hey, meine Herren, du, was bist du denn für einer? Sehr unangenehmer Zeitgenosse, sehr unangenehmer Zeitgenosse. Da will ich auch nichts sagen, du, ne? So, was ist denn das hier für ein Ort? Hey. So. Ich glaube, das war das noch nicht, ne? Wir waren noch einen höher. Na, es geht noch höher. Bin wieder zwischendrin abgesprungen. Das war der Ort, wo wir damals gestartet sind und dann sind wir hier höher gesprungen. Hier geht es eigentlich noch weiter, also wir müssen noch einen höher.
So, hoffentlich verkacke ich jetzt nicht wieder mit dem Springen. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Oh nein. Oh, du ahnst es doch nicht. Ich rede noch davon und genau zum Schluss. Oh, da unten ist noch jemand. Das ist noch, da ist noch was. Kackdreck. Und du ahnst es ja nicht. Also das war jetzt ja mal richtig kacke, ne? Also, Alter, bei aller Liebe. Was war denn das? Und wir sind ganz am Anfang. Ah, da werden wir aber schön jetzt ein bisschen schnell reisen. Die Frage ist, wie, wohin? Wo ist denn das Rad? Da sind meine Seelen. Dann ist hier das Rad. Schulklassenraum. Okay. Wir gehen mal zum Schulklassenraum. Meine Lieben, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr zwei ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer ein spreadet Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Moin. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.